Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Grundlagenvideo und zwar heute das Histogramm in der Kamera beurteilen. Wenn du mein Buch gelesen hast, Landschaftsfotografie-Tutorial, dann kennst du das schon. Wenn du schon mal auf einem Workshop von mir warst, dann kennst du das auch. Ansonsten kennst du es vielleicht auch und ich habe hoffentlich den einen oder anderen Trick für dich. Das Histogramm erlaubt dir, es ist die einzige Möglichkeit, in der Kamera bereits die Belichtung richtig beurteilen zu können. Im Sinne von Belichtung, ne? Nicht Bildkomposition und so weiter, es geht nur um die Belichtung. Ich erkläre mal ein paar Grundlagen dazu, wie das funktioniert, und dann gebe ich ein paar Tipps und Praxisübungen. Das Histogramm zeigt die Helligkeitsverteilung im Bild. Das heißt, es zeigt, wie viel hell und dunkel ist. Es zeigt aber nicht, wo das ist. Es gibt andere Formen von Diagrammen, die ich zum Beispiel beim Videobearbeitung benutze. Da sehe ich genau, wo was helles und was dunkles ist. Wenn ich jetzt eine Graukarte rausnehme, wo ist sie hin? Ich filme mit der Sony A7 R3, deswegen filme ich mit Graukarte, weil der Weißabgleich nicht so ist, wie ich das gerne hätte. Ich kann eine Graukarte nehmen und ich kann die formatfüllend hinhalten. Und dann sollte die Belichtung immer richtig sein, weil ich mir das Histogramm anschauen kann und das Histogramm von der Graukarte, mal ausprobieren, ist immer ein Strich. Also wirklich formatfüllend, einfach nicht so dicht vorhalten, dass das Bild dunkel wird, sondern so weit vorhalten, dass es formatfüllend ist, also mit dem gleichen Tele oder sowas, oder eine große Graukarte nehmen. Deswegen habe ich eine große. Und die Graukarte ist also nachher ein Strich und du kannst entscheiden, wo dieser Strich sein soll. Und er sollte so ungefähr auf 2/3 stehen von links, ist meine persönliche Meinung. Da setze ich den hin. Das heißt, ich kann so im manuellen Modus die Helligkeit einstellen und die ist immer richtig, also technisch richtig zumindest. Punkt 1. Punkt 2 ist, das Histogramm zeigt dir nicht, wo die hellen Werte sind. Das heißt, du musst sehr aufpassen. Ich benutze das Histogramm in der Regel immer zusammen mit den Blinkies, mit den Überbelichtungswarnungen. Bei diesem Bild von Bern zur blauen Stunde, da sehe ich an dem Histogramm eigentlich nicht, dass ich überbelichtete Stellen habe. Die Lichter sind ausgebrannt. Das ist nicht schlimm, aber ich sehe es dem Histogramm nicht wirklich an. Wenn es nur ganz kleine Stellen sind, dann fällt das nicht auf. Die Überbelichtungswarnung, die zeigt mir das, was ausgebrannt ist und wo das ausgebrannt ist. Und ich als Künstler, als Fotograf, kann jetzt entscheiden, das ist mir egal oder es ist mir eben nicht egal und dann kann ich Maßnahmen ergreifen. Komme ich gleich drauf. Dann ein dritter Punkt, Grundregel, das Histogramm sollte immer möglichst weit nach rechts gehen. Rechts sind die hellen Werte, links die dunklen. Sollte immer möglichst weit nach rechts gehen, aber nie den rechten Rand berühren, es sei denn, da sind Lichter drin, die bewusst ausbrennen sollen, wie zum Beispiel die Sonne. Die Sonne ist immer ausgebrannt. Reflexionen der Sonne, so auf Wasser oder auf Metall, sind auch immer ausgebrannt. Das kannst du nicht retten. Mond könntest du retten. Muss man nicht, aber könnte man. So, nie den rechten Rand berühren. Warum nicht? Fangen wir mal mit links an. Den linken Rand berühren heißt, da ist irgendwas wirklich schwarz. Ich gucke jetzt auf die Sony. Dahinter ist heller Himmel. Ich sitze direkt am Fenster. Das heißt, von mir aus gesehen ist der Body tiefschwarz, da ist keine Information, ich kann keine Struktur mehr erkennen und nichts, weil das Licht mich blendet. Wenn ich das jetzt als Foto mache, und das wäre meine Empfehlung als Praxisübung, nimm dir irgendein Fenster und fotografiere mal ein Fenster, das kannst du auch mit Smartphone machen, musst nicht mal die Kamera rausholen, sodass du den Fensterrahmen siehst und den Himmel. Sodass man den Himmel nicht als ausgebranntes Licht hat, sondern dass man den Himmel noch erkennt. Dann wirst du merken, das geht nicht im Sinne von, das Fenster vorne, die Wand, die Tapete, auch wenn sie eigentlich weiß ist, ist nachher fast schwarz. Und jetzt nimm mal dieses Foto, akzeptiere, dass die Wand schwarz wird, aber stell sicher, dass du so belichtest, dass der Himmel noch Farbe hat, dass man den Himmel wirklich sehen kann. Und wenn du das Bild nimmst, im Lightroom die dunklen Regler hochziehst, sodass die Tapete nachher wieder weiß ist, dann geht das. Sie hat einfach Rauschen drauf, weil du es sehr stark aufhellen musst. Aber es geht. Wenn du jetzt ein zweites Foto machst, wo die Wand richtig belichtet ist, dann wird der Himmel ausgebrannt sein. Und da kannst du jetzt an den Reglern ziehen und versuchen, dunkel zu machen, so viel du willst. Du wirst den Himmel nicht wieder reinkriegen. Also nicht, wenn du es tagsüber machst, weil die Information einfach weg ist. Und das ist der wichtige Unterschied. Deswegen nie den rechten Rand berühren, weil du verlierst Informationen und kannst sie nicht retten. Die dunklen Informationen, die kannst du retten, kannst du immer aufhellen. Es bringt einfach Rauschen rein. Das muss man halt dann akzeptieren. Und je nach Kamera ist das relevant oder nicht. So, und jetzt habe ich noch einen Praxistipp. Du kannst eine Kamera nehmen. Ich habe hier liegen die Nikon D750. Und da kannst du auf eine SD-Karte alte RAW-Dateien raufpacken oder JPEG-Dateien raufpacken, die mit der Kamera aufgenommen sind. Teilweise geht das auch mit anderen Bildern, die von einer anderen Nikon aufgenommen sind. Aber am einfachsten und sichersten ist das, wenn du Kamerafotos nimmst, die mit der Kamera aufgenommen worden sind.
Und die kannst du angucken, du kannst dir das Histogramm angucken. Du kannst das Histogramm von alten Fotos angucken. Mach das mal. Nimm dir mal ein paar Bilder raus, wo die Belichtung in die Hose gegangen ist oder ein paar, wo die Belichtung besonders gut war und schau dir mal das Histogramm an. Und du wirst ganz schnell merken, dass da Muster entstehen. Gewisse Arten von Fotos haben ein gewisses Muster. Nebelaufnahmen sehen ganz anders aus als Aufnahmen an einer Mittagssonne, sehen ganz anders aus als Sternenaufnahmen. Und da kriegt man ein bisschen Gefühl für solche Muster, insbesondere für deine Kamera, weil das kann ich dir nur bedingt vorkauen. Dann eine wichtige Praxisinformation. Du siehst das Histogramm des JPEGs. Jede RAW-Datei enthält ein JPEG für die Vorschau. Darauf ist das Profil der Kamera angewandt. Also wenn du ein flaches Profil anwendest, die Nikon hat ein ganz flaches Profil, ich filme jetzt auch mit einem flachen Profil, dann sieht das Histogramm anders aus, als wenn ich ein kontrastreiches Histogramm-Profil rauflege. Die RAW-Datei ist aber dieselbe. Da sind nicht mehr oder weniger Bits drin, nur weil du ein flaches Profil nimmst. Manche Fotografen schwören drauf, mit flachen Profilen zu fotografieren, weil sie das Histogramm dann besser beurteilen können. Bin ich persönlich nicht der Meinung. Wichtig ist, dass du das ein bisschen konsistent machst und da dein Ding findest. Ich habe also Standardprofil normalerweise an und schaue mir das Histogramm von einem Standardprofil an. Ich kenne meine Kameras. Ich weiß, dass die Nikon über 2 Blenden Puffer hat. Die RAW-Datei, die JPEG-Datei hat 8 Bit, die RAW-Datei hat 12 oder 14 Bit. Und das heißt, bei einer Nikon oder Sony habe ich sehr viel Puffer. Bei einer Canon ein bisschen weniger. Aber auch Puffer. Also nicht vergessen, da hat man natürlich auch Puffer. Das heißt, wenn ich sehe, dass ein Foto leicht überbelichtet ist, dann ist das für mich eigentlich genau richtig. Es darf gerade so ein bisschen blinken. Wenn ich jetzt ein weißes Hemd anhätte, dann dürfte das weiße Hemd überbelichtete Stellen haben, aber es dürfte nicht komplett blinken. Dann weiß ich, ich kann Helligkeit ein bisschen runterziehen und gut ist. Bei Nikon-Kameras ist es sogar so, ich kann reinzoomen und mir das Histogramm von einem Bildausschnitt anzeigen lassen. Mega gutes Feature, mega gut. Vor allem bei den neuen mit Touchscreen, da kann ich mir das Bild anzeigen, reinzoomen mit den Fingern und hin und her schieben und so weiter und mir das Histogramm von einzelnen Punkten angucken und dadurch das Bild eigentlich super bewerten. Da brauche ich kaum noch einen Computer, um die Helligkeit zu beurteilen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, gibt es falsche Histogramme? Ja, gibt es. Das liest man häufig, dass es nicht so ist, dass es kein falsches Histogramm gibt, aber das ist falsch. Das ist falsch. Und zwar deswegen aus den genannten Gründen. Das Histogramm sollte immer möglichst weit rechts sein. Die Situation hast du vor allem so zur Dämmerung und bei Nebel. Bei Nebel hast du ein Histogramm, das relativ schmal ist und das kannst du jetzt mit dem Belichtungskorrektur verschieben. Und das solltest du immer nach rechts schieben, weil du dann mehr Bildinformationen hast. Du sammelst wirklich mehr Photonen ein. Du hast mehr Informationen, du hast weniger Rauschen drin. Du hast in der Nachbearbeitung viel mehr Möglichkeiten. Es kann sein, dass dann nicht der Look entsteht, den du gerne hättest. Na und? Also, ne, lassen wir mal Farbe, Bildkomposition, alles außen vor. Es geht nur um die nackten Informationen. Nenn mich ruhig Informatiker, aber Informationen sind irgendwie wichtig. Du hast mehr Informationen. Es ist trivial, in der Nachbearbeitung zu sagen, -1 Belichtung. Und dann hast du wieder deine düstere Stimmung. Aber du kannst dann hingehen und einzelne Elemente wieder hell machen, ohne dass du Rauschen reinbringst. Wenn du von vornherein deine Stimmung erzeugst, aber das Histogramm geht nur bis zur Mitte, dann hast du wirklich Bits verschenkt, du hast Informationen verschenkt und du musst eventuell in der Nachbearbeitung mit viel Rauschen umgehen, weil du einzelne Stellen heller machen willst. Das sind dummerweise natürlich die dunklen Stellen, da wo am meisten Rauschen sowieso drin ist. Und ja, gibt gar keinen Grund dafür, es sei denn, du bist zu faul, in der Nachbearbeitung zu sagen, +1. Und da musst du keinen Lightroom für nehmen, das kannst du auch mit jedem Programm machen auf dem iPhone und so weiter. Es wäre höchstens noch die Frage, gilt das auch für JPEGs oder nur für RAW-Dateien? So, das war mal so ein bisschen der Überblick über das Histogramm. Sorry. So, das war mal so ein bisschen der Überblick über das Histogramm. Ich hoffe, das war ein bisschen nützlich und hilfreich. Wirklich. Nimm dir ein paar alte Fotos, schau die in der Kamera an und mach mal den Fensterfoto-Look-Blick-Test. Weil das hilft wirklich, wenn du dir die Mühe machst, das in Lightroom nachher oder in deine Bildbearbeitung nachher zu nehmen und mal kurz die Schatten aufzuhellen auf dem Foto, wo du den Himmel gerettet hast. Aha-Erlebnis. Es wäre übrigens auch eine gute Möglichkeit, gleich mal die HDR-Funktion deiner Kamera auszuprobieren. Genau gleiches Lichtsetup, so, wenn du schon dabei bist. In diesem Sinne, ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich. Viel Spaß mit deiner Fensterfotografie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.